Schönes Motiv, was? Ja. Ich brauche nur die beiden Jod-Quarzlampen. Okay. Und die Mädchen sollen fix machen. Stimmung ist gerade günstig. Wen willst du zuerst, Monika oder Daisy? Ach, ist mir ganz egal, wer zuerst fertig ist. Seid ihr fertig, meine Täubchen? Der Meister hat's eilig. Kannst du nicht endlich mal was Neues sagen? Nur noch meine Wimpern, dann bin ich auch soweit. Also von mir aus kann's losgehen. Prima, Monika. Jetzt geh da rüber an den Brunnen. Ja, und stell das linke Bein auf die Stufe. Ja, sehr schön. So, etwas mehr nach rechts. Noch mehr nach rechts, ja. So ist schön, ja. Moment mal. Was liegt denn da? Du wirst lachen, ein paar Schuhe. Sehr witzig wieder heute Morgen. Was ist denn los? Da liegt jemand. Komm, Mädchen, das ist nichts für dich. Setz dich dahin. Charlie! Was hältst du davon? Der ist tot. Sollen wir ihn rausholen? Nein, nichts anfassen. Geh, ruf die Polizei. Mach ein paar Aufnahmen. So, Mädchen, Schluss für heute. Morgen machen wir weiter, aber an einem anderen Motiv. Kümmer dich um Monika, komm. Druckstellen am Hals. Es sieht aus, als hat ihn jemand erwürgt, ihn dann in den Brunnen gelegt und unter Wasser gedrückt. Und wann hat man dem Toten die Schuhe ausgezogen? Ja, die Schuhe waren auch im Wasser. Hier. Das Leder hat Wasserflecke. Hat der Mörder also den Mord verübt und sich dann noch die Zeit genommen, dem Toten die Schuhe auszuziehen? Und sie hinzustellen, wie man sie vor eine Hotelzimmertür stellt. Das ist eine sonderbare Art von Humor. Der Tote heißt Johannes Windig. Ist 25 Jahre. Der wohnt gleich hier in der Burgstraße, Nummer 7. Na, bequemer können wir es ja gar nicht haben. Na ja, dann versucht mal euer Glück. Ich bleibe mit Harry hier und sehe mich noch mal um. Mit Harry? Ja. Magst du mal auf, Erich? Was ist denn? Wer kommt denn da? Weiß ich doch nicht. Siehst doch, dass ich mich anziehe. Siehst nicht, dass ich Frühstück mache. Kriminalpolizei, Mutter. Guten Morgen. Guten Morgen. Kriminalpolizei? Ja. Stell dir vor, die kommen wegen Windeck. Die sagen, Windeck ist tot. Was? Was ist los? Windeck ist tot. Im Brunnen haben sie den gefunden, im alten Hof. Wann denn heute Morgen? Um 6. Windeck! Windeck! Sie haben für ihn gedeckt? Ja. Er frühstückt jeden Morgen mit uns. Sein Kaffee ist eingegossen, für ihn ist immer serviert. Ist der Untermieter hier? Ja, seit einem Jahr. Seitdem mein Vater tot ist, hat er das Zimmer da drüben. Da kann man doch nicht ertrinken drin. 20 Zentimeter tief oder 30. Er wurde ermordet. Ermordet? Ja, erwürgt. Da sehen Sie mich aber ziemlich sprachlos. Den habe ich doch gestern noch gesehen. Wann habe ich den gesehen, Mutter? Mittags? War das mittags? Mittags habe ich den gesehen beim Essen. Da war der völlig munter. Sie haben also Windeck gestern Mittag zum letzten Mal gesehen? Gestern Mittag. Und Sie, Frau Lorenz? Ich? Du hast doch gewartet auf ihn gestern Abend. Ja. Aber er ist nicht gekommen. Und ich bin schlafen gegangen. Wann kam er denn immer? Um 12:30.
Haben Sie jeden Abend auf ihn gewartet, Frau Lorenz? Ja, jeden Abend. Kann man doch sagen, jeden Abend, oder? Sie war manchmal so müde, dass sie im Sessel einschlief. Aber sie ging nicht ins Bett. Erst musste der Kellner zu Hause sein. Wissen Sie, der wurde sehr gut versorgt hier. Wann sind Sie denn gestern Abend nach Hause gekommen? Wann war denn das? War das eins? Ich glaube, ging eins. Sind Sie am Brunnen vorbeigekommen? Ja, da bin ich dran vorbeigekommen. Meinen Sie, der hat vielleicht schon drin gelegen, der Windeck? Das könnte ja sein. Nee, also ich habe nichts gemerkt. Ich habe auch nicht reingeguckt. Das ist ein Gedanke. Geht er vorbei und er hat vielleicht schon drin gelegen. Hatte Windeck Feinde? Feinde? Nicht, dass ich wüsste. Weißt du was, Mutter? Wie? Ach so. Nein. Also nichts bekannt hier. Brauchen Sie mich noch? Ich muss nämlich jetzt los ins Geschäft. Oder soll ich nicht gehen? Doch, gehen Sie ruhig. Wenn wir noch Fragen an Sie haben, wissen wir ja, wo wir Sie finden. Helfen kann ich Ihnen sowieso nicht. Ich weiß nichts über den Mann. Wissen Sie, ich war nicht mit dem befreundet, das kann man nicht sagen. Oder kann man das? Nein. Das kann man nicht sagen. Also dann. Ach ja, soll ich bei uns im Geschäft mal fragen? Weil das Zimmer ja jetzt frei ist. Nein. Ja, weil es vom Ersten ist. Willst du einen Monat verlieren? Nein, habe ich gesagt. Bitte. Wo ist der? Liegt er noch da? Ist das die Mutter? Nein, seine Zimmerwirtin. Frau Lorenz, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Fragen? Fragen? Ich kann nicht. Sehen Sie das nicht? Danke vielmals. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Ja, ich habe schon gehört, der Windeck, nicht? Was sagt der Mensch dazu? Bringt mir jemand den besten Kellner auf, den ich je gehabt habe. Wer war's denn? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, wie ich hier fertig werden soll. Da muss ich meine Frau schon an die Tische schicken. Franziska, komm doch mal her. Ah, guten Tag. Gehen Sie darüber, dass noch ein Tisch frei. Ich hab doch keine Zeit. Polizei ist das wegen Windeck. Guten Tag, Frau Milligan. Bedienung, bitte. Entschuldigen Sie. Na, nun komm da hinten, rufen Sie jetzt. Nimm dich doch zusammen. Ist vollkommen fertig. Kommt heute Morgen jemand rein und sagt, euren Kellner, den haben Sie in den Brunnen geschmissen. Sie steht da, hört das? Ist gerade umgekippt. Sie geht da ab hinter die Theke. Ja, sie gibt sich Mühe, aber den Windeck kann sie natürlich nicht ersetzen. Das kann niemand. Was guckst du so? Mach das Bier fertig. Die einzige Verwandte meiner Frau. Für mich so eine Art Schwiegermutter. Ja, ich muss eben jetzt alle ranziehen. Na ja, jetzt sehe ich erst mal, was ich an dem Windeck hatte. Gott, Herr Milligan. Ach, Sie sind's wieder. Ja, da lief alles wie am Schnürchen. Wenn Sie hier bitte unterschreiben würden. Ja. Na, wieder zurück aus dem Urlaub? Wie war's denn? Sauber. Na ja. Sie können schon abladen. Ja, entschuldigen Sie, ich muss eben den Keller aufsperren. Könnte ich auch ein Bier haben? Was für ein Brunnen war das? Im alten Hof. Wie viel Uhr? Wahrscheinlich gegen 1 Uhr. Ein helles? Ja, bitte, ein helles. Mit den Händen. Das hat jemand mit den Händen gemacht. Ja. Braucht man nicht sehr viel Kraft dazu? Wie kräftig muss man sein? Die normale Kraft eines Menschen genügt. Die Daumenabdrücke befanden sich auf dem Nacken. Das heißt? Der Mörder kam von hinten. Von hinten? So braucht er ihn nicht anzusehen. Ein Vorteil.
Der Mörder war auf seinen Vorteil bedacht. Entschuldigen Sie. Zwei Mose. Ich kann nicht mehr. Warum sitzt ihr denn hier? Was weint sie denn schon wieder? Warum ich weine? Warum wohl? Ja, mein Gott, ich kann das Geschäft nicht zumachen, bloß weil ich den Kellner verloren habe. Lass mich in Ruhe. Zwei Mosel für Tisch drei. Ihr habt doch recht. Ich kann das hier nicht alles aufgeben. Wann ging Windeck gestern Abend nach Hause? Um 12. Wir schließen um 12. Bis er dann abgerechnet hat, ist es 12:30. Na, gegen 12:30 geht er dann nach Hause. Auch gestern Abend? Ja, auch gestern Abend. Geht er weg, sagen Sie, ging er immer zu Fuß? Ja, hat er nur 10 Minuten bis nach Hause. Entschuldigung. Wo kam der Mosel? Hier, bitte. Welchen Weg nahm er denn? Na, es gibt ja bloß einen. Wieso, warum fragen Sie mich das? Hören Sie mal zu. Wenn der sagte, gute Nacht, Chef, ging raus, machte die Tür zu, interessierte mich der Mann nicht mehr. Nicht, ob er zu Fuß ging oder ob er mit dem Auto fuhr. Statt Sie. Ging er allein nach Hause? Ob allein oder nicht allein, das war mir egal. Das heißt, ja, eine Frau hat mal auf ihn gewartet. Ja, eben, vielleicht ist es ja wichtig. Ist ja nicht so, dass sie ihm nicht helfen will. Ja, da hat eine Frau auf ihn gewartet. Wer war denn das? Kennen Sie die Frau? Vom Gast, wissen Sie? Eine Dame, die öfter kam. Ich sag's Ihnen ja, der Windeck, der war gar nicht zu ersetzen. Der zog einfach die Leute an. Sie kam seinetwegen. Ich war auch gestern Abend da. Da drüben hat sie gesessen. So eine Art Stammplatz, wissen Sie. Wissen Sie, wie die Dame heißt? Wie heißt? Ach du, weißt du, wie die Frau hieß, die öfter kam? Na, die wegen Winde kam. Nein, das weiß ich nicht. Gruber, richtig, eine Frau Gruber. Hat doch mal jemand angerufen für Sie. Erinnerst du dich nicht? Der Mann, der sagte, meine Frau muss bei Ihnen sein. Er sagte, gehen Sie doch mal hin und fragen Sie sie, ob sie vielleicht jetzt da wohnt. Wir haben doch noch so gelacht darüber, ob er ihr die Kleider her schicken soll. Ja, der hat die Frau, war das. Eine gewisse Frau Gruber. Und die kam seinetwegen. Hat auch oft auf ihn gewartet. Draußen. Bis er rauskam, nachts. Um 12:30. Das stimmt doch, oder? Ja, es stimmt. Ja, und die muss wohnen. Warten Sie mal, der Windeck hat es mal gesagt. Der wusste es nämlich. Ja, in der Meininger Straße. Zwei Transfer, bitte. Ja. Ja, wer ist der bitte? Kriminalpolizei. Hallo? Ja, komm schon. Guten Tag, mein Name ist Keller. Kriminalkommissar, das ist mein Mitarbeiter, Herr Klein. Guten Tag. Sind Sie Herr Grobe? Ja. Hm? Bitte, meine Herren. Danke. Ich gehe mal vor. Bitte. Was führt Sie zu mir, Herr Kommissar? Ein Mord. Der Mord an dem Kellner Windeck. Ein Mord? An einem Kellner? Kennen Sie den Kellner Windeck? Ja, ja, ich habe den Namen schon mal gehört. Darf ich Ihnen was anbieten? Nein, danke. Sie meinen den Kellner in dem Restaurant da, wie heißt das gleich, Millinger? Ja, Millinger. Naja, den Mann kenne ich. Danke. Ermordet, sagen Sie? Ja, heute Nacht. In der Nähe seiner Wohnung. Ach, das finde ich aber merkwürdig. Wissen Sie, ich hatte von dem Mann einen bestimmten Eindruck. Ich fand, er war sehr beliebt, er war überaus beliebt. Und jetzt ist er umgebracht worden? Ja, aber warum kommen Sie denn da zu mir? Wir hätten gerne Ihre Frau gesprochen. Meine Frau? Ja, meine Frau fühlt sich nicht wohl. Die hat sich gerade hingelegt. Ja, aber warten Sie. Harald? Was ist denn mit dem Mann passiert? Er wurde erwürgt und in einen Brunnen gelegt.
Wolltest du was? In einen Brunnen gelegt? Herr Harald, zieh doch bitte mal nach, ob deine Mutter schon auf ist. Sag ihr, die Kriminalpolizei sei hier. Kriminalpolizei? Mhm. Was will denn die Kriminalpolizei? Na, deine Mutter sprechen. Ja. Ja, meine Frau kennt das Lokal, das stimmt. Sie kennt es gut. Sie war öfter dort, sie kennt die Verhältnisse. Kriminalpolizei? Ich weiß nicht, was die wollen. Kann sein, dass was passiert ist. Was hat denn das mit uns zu tun? Mama, ich glaube, es kommt sehr darauf an, was du sagst. Da ist die Kriminalpolizei, Maria. Hier wird nach dem Kellner Windeck gefragt. Du kennst doch den Mann. Ich habe gesagt, ja, wir kennen ihn. Wir waren einige Male in dem Lokal. Der Mann ist uns aufgefallen. Ist ein guter Kellner. Ist ein sehr guter Kellner. Guten Tag. Was ist denn mit ihm? Er ist tot. Tot? Er wurde gestern Nacht gegen eins ermordet. Ja, die Polizei sucht jetzt den Mörder. Man untersucht die Umstände, die Verhältnisse. Man fragt selbstverständlich auch die Gäste des Lokals. Jede Aussage ist jetzt von Wichtigkeit. Was du verstehen wirst, Maria. Mein Gott, er ist tot. Ja, du hörst es ja. Und jetzt werden Aussagen verlangt, die du natürlich überlegen musst. Sie fragen dich, weil du ja da warst gestern Abend. Frau Grube, sind Sie imstande, uns einige Fragen zu beantworten? Ja, warum soll sie denn nicht dazu imstande sein? Weil sie erschrocken ist. Entsetzt. Na hören Sie, sie hat den Mann gestern noch gesehen. Natürlich ist sie entsetzt. Aber deswegen kann sie doch ihre Frage beantworten. Sie waren also gestern im Lokal Millinger und haben den Kellner Windeck gesehen. Ja, hast du gehört, Maria? Hast du gehört, was man dich gefragt hat? Ja. Ja, sie war dort. Wie lange waren Sie dort im Lokal gewesen? Wie lange du dort warst, Maria? Sie war um 11 wieder zu Hause. Warum antwortest du denn nicht? Harald, wann ist deine Mutter gestern Abend nach Hause gekommen? Wie spät war es? Es war 11. Ich habe Ihnen ja gesagt, sie war um 11 zu Hause. Gott, Maria, warum sagst du denn nicht, dass du um 11 zu Hause warst? Es geht um Uhrzeiten jetzt. Ich meine, geht es nicht um Uhrzeiten? Ganz recht. Frau Grube, Sie waren also gestern Abend im Lokal Millinger und Sie haben es so rechtzeitig verlassen, dass Sie gegen 11 Uhr wieder zu Hause waren. Ist das richtig? Ja. Also Sie hören es, sie hat ja gesagt. Du kannst ja nichts bezeugen sonst. Der Kellner hat wie gewöhnlich Schluss gemacht um 12 und was weiter passiert ist, das kann sie ja nicht wissen. Nein. Also dann fragen Sie sie doch. Maria, das ist die Kriminalpolizei. Du wirst etwas gefragt. Alle Frauen weinen um diesen Kellner. Warum? Was hat der Mann nur an sich? Du sollst zum Chef kommen, Walter. Ja. Das lässt dich wohl nicht schlafen, was? Das fällt mir nur auf. Alle Frauen sind völlig erschüttert. Er hat jedenfalls Erfolg bei Frauen. Aber die eine, diese Frau Göbel, die ist doch mindestens... Das sind die anderen Fotos. Die hab ich. Ach ja. Rehbeinchen. Ja? Wie findest du denn den Mann? Ich? Sehe da nichts Besonderes. Ist doch ein völlig normales Gesicht. Und weinen würdest du nicht? Um einen Mann? Das fehlte noch. Ja, ja, ich komm ja schon. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Guten Tag. Ach, wer? Sie sind das. Was wollen Sie denn noch? Wir haben noch ein paar Fragen, Frau Lorenz. Na, kommen Sie rein. Das ist übrigens mein Chef, Kriminalkommissar Keller. Fragen, Fragen. Aber bitte, mir ist es egal. Kommen Sie, fragen Sie. Was wollen Sie denn fragen? Da gibt's doch nichts mehr zu fragen. Entschuldigen Sie, ich bin betrunken. Ist
Nur eine Flasche von ihm. Die mache ich leer. Auf sein Wohl. Er hat die Sache hinter sich. Ich hab sie vor mir. Das ist der Unterschied. Weswegen sind Sie gekommen? Wir müssen mehr wissen über Windig. Und warum kommen Sie zu mir? Weil Sie ihn kannten. Sehr gut kannten. Weil Sie ihn lieben, Frau Lorenz. Lieben? Sie haben jeden Abend auf ihn gewartet. Ja, das habe ich. Jeden Abend habe ich auf ihn gewartet. Bis er nach Hause kam. Da habe ich mir's doch gedacht. Du bist ja wieder nicht schlafen gegangen. Warum sitzt du denn hier? Hast du gegessen? Ja, ich habe was gegessen. Aber du sollst doch nicht auf mich warten. Es ist 2 Uhr. Ja. Spielt das eine Rolle, wie spät es ist? Na, wenn ich noch später komme, du kannst doch nicht die Nacht in dem Sessel verbringen. Warum nicht? Ich hol dir was zu trinken. Oh. Sind's wieder die Beine, ja? Ja. Das ist dieser fabelhafte Sessel. Und zu viele Zigaretten. Hast du wieder geraucht? Na schon, seit einer Woche nicht mehr. Na, dann zieh dir mal deine Schuhe aus. Und die Strümpfe. 2 Uhr nachts. Du bist doch müde. Und an meine Beine habe ich mich gewöhnt. Ja, das habe ich bemerkt. Und schläfst die Nacht nicht. Hab doch schon geschlafen. Wieso gehst du eigentlich nicht zum Arzt, wenn dir die Beine wehtun? Gegen Alter hat kein Arzt was. Alter, Alter. Naja, wenn du jung bist, merkst du nicht, dass du einen Körper hast. Oder merkst du? Ich? Wie er jungen Leute das merkt, weiß ich. Aber das ist auch bedeutend angenehmer, wenn ich mich erinnere. Schon besser? Schon viel besser. Ich mochte den Jungen. Ist das verboten? Kennen Sie Frau Grube? Müssen Sie alles wissen? Verstehe. Ich werde Ihnen sagen, was ich weiß. Er kam eines Nachts nach Haus. Ich hörte, wie er die Tür aufschloss. Da bist du ja. Komm rein. Hast du gegessen? Nein, aber ich habe keinen Hunger. Also wenn du nicht gegessen hast, dann hast du doch Hunger. Ich hol dir was. Was ist denn? Weißt du, ich habe jemanden mitgebracht. Wo denn? Wo ist denn jemand? Naja, sie steht noch draußen. Sie hat gesagt, geh rein, sag's ihr. Ich will nicht auf Zehenspitzen rein. Nein, darauf habe ich schon lange gewartet. Ich habe mich schon gefragt, ob du normal bist. Hol das Kind rein. Warte. Kommen Sie rein. Wollt ihr nichts essen? Nichts trinken? Hast du 2 Gläser? Natürlich kannst du 2 Gläser kriegen. Danke, du bist ein Schatz. Habe ich Maria Gruber kennengelernt, Herr Kommissar. Vor 2 Monaten. Es war keine gewöhnliche Sache, Herr Kommissar. Sie war nicht die Frau dafür. Und er nicht der Mann. Bloß im Mantenschädel geht das nicht rein. Mein Sohn, na, der hat's nicht begriffen. Der kam nämlich nach Hause. Am gleichen Abend. Abend. Hat er Besuch? Er hat ein Mädchen mitgebracht, was? Wieso?
Wieso? Ich hör's doch. Da spricht er nicht mit sich selber. Nein, das tut er nicht. Ist das jetzt ein Puff hier? Hast du noch kein Mädchen mitgebracht? In dem Zimmer ist mein Vater gestorben. Was ist denn das für eine? Ich weiß es nicht. Aber ich kann ja mal nachsehen. Nein, das tust du nicht. Er kann machen, was er will. Da gehst du gleich auf die Barrikaden, was? Musst du eigentlich immer deine Beine einreiben, wenn man nach Hause kommt? Er hat es eben nie begriffen. Wann ist die Frau Gruber nach Haus gegangen? Was weiß ich. Spielt es eine Rolle? Natürlich spielt es eine Rolle. Sie war die Geliebte von Windeck. Ja, sie war es. Nun? Hat er sie öfter mit nach Haus gebracht? Hab nicht gezählt. Jedes Mal, wenn ich einen Schlüssel höre in der Tür, da geht's mir. Tag. Tag. Tag, Herr Lorenz. Gibt's was Neues? Wir hatten noch ein paar Fragen an Ihre Mutter. Wegen Windeck? Was hast du gesagt? Kennen Sie Maria Grube? Warum hältst du dich da nicht raus? Was erzählst du das denn? Weil Sie mich danach gefragt haben. Vielen Dank, Frau Lorenz. Sie kennen sie also? Ja, ich hab sie mal gesehen. Die alten Katzen sind die schlimmsten. Du bist auch damit gemeint. Ah, Herr Kommissar, Sie kommen nochmal. Ja, ich hätte da noch eine Frage. Kommen Sie, kennen uns noch nicht? Grabert, Huber. Bitte, meine Herren. Danke. Lässt du uns bitte allein? Ihre Frage, Herr Kommissar? Herr Gruber, wissen Sie, dass der Kellner Windeck der Geliebte Ihrer Frau war? Ich bin nicht ganz unvorbereitet auf diese Frage. Ich habe Sie erwartet. Sie untersuchen alles und sind natürlich auch darauf gestoßen. Ja, ich weiß es. Sie wissen es? Ja. Mir wurde eine Frage gestellt, ich habe sie beantwortet. Ja, wollen Sie damit sagen, Sie haben dieses Verhältnis hingenommen? Meine Frau, Herr Kommissar, ist Mitte 40. Das ist ein Alter, in dem Frauen oft glauben, dass sie etwas versäumt haben. Dieser Kellner wusste, wie man zu Trinkgeldern kommt. Hat ihr gesagt, wie gut sie aussieht. Was weiß ich, was er ihr alles gesagt hat. Und sie hat darauf reagiert wie, wie soll ich das sagen, wie ein Schulmädchen. Sie hat ein bisschen den Verstand verloren. Wenn Sie mich fragen, wie ich diese Herr sehe, so sehe ich sie. Hatten Sie den Kellner zur Rede gestellt? Und in einen Brunnen geworfen, meinen Sie? Ja, letzten Endes meinen wir das. Nein, Herr Kommissar. So wichtig war mir das nicht. Die Sache nicht und nicht der Mann. Ja, das war's. Nicht wahr, Walter? Das heißt, wir hätten gern noch Ihre Frau gesprochen. Bitte. Maria, der Kommissar möchte dich sprechen. Danke. Sie haben es herausbekommen. Ja. Was halten Sie davon? Was soll ich davon halten? Ein junger Mann, Herr Kommissar, nicht viel älter als mein Sohn. Und ich bin mit ihm gegangen, auf sein Zimmer. Wohin er gewollt hätte, wäre ich mit ihm gegangen. Das ist Ihre Sache. Ich werde Ihnen sagen, wie ich ihn kennengelernt habe. Es war an einem Abend im Lokal von Millinger. Mein Mann hatte sich betrunken. Wir waren die letzten Gäste. Der Wirt wollte schließen, aber mein Mann wollte noch weiter trinken. Mit Mühe und Not ließ er sich bewegen zu gehen. Mein Mann konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ich wollte ihn daran hindern, Auto zu fahren. Ich wollte ihm den Schlüssel nicht geben. Thank you.
müssen Sie hin? Kommen Sie. Warten Sie mal. Wollen Sie Rosen oder Nelken? Hallo? Herr Jensen? Was ist denn los da unten? Ich möchte Blumen haben. Ja, wissen Sie denn, wie spät es ist? Für alles Geld, das ich in der Tasche habe. Was haben Sie denn? 20, 40, 46 Mark 60. Nee, 50. Ich komme. Er schenkte mir Blumen. Ich kam mit Blumen nach Hause. Es war der Abend, Herr Kommissar, an dem ich anfing zu leben. Als hätte ich vorher nicht gewusst, überhaupt nicht gewusst, was das eigentlich ist. Sprechen wir von gestern Abend, Frau Grobe. Sie waren im Lokal Millinger. Ja. Sie sind dort immer, bis das Lokal schließt. Bis es schließt, ja. Wusste Ihr Mann das? Ja, er wusste es. Wusste er auch, dass Sie ihn betrogen? Ja, ich habe es ihm gesagt. Auch gestern Abend waren Sie im Lokal Millinger. Ja. Dass Sie, wie Sie selber sagen, um 11 Uhr verließen. Warum so früh? Weil ich meinen Mann noch sprechen wollte, bevor er zu Bett ging. Ich wollte ihm sagen, dass ich ihn endgültig verlassen werde. Haben Sie es ihm gesagt? Ja. Ja, was sagte er? Wie reagiert er? Er sagte, das nehmen wir wohl nicht ganz ernst, jetzt werden wir beide erst mal schlafen gehen. Und ging er schlafen? Ja. Ich schlafe hier, er schläft oben. Ich habe gehört, dass er hinaufging. Herr Grube, wo waren Sie gestern Nacht? Wo ich war? Ja. Um welche Zeit? Um 1. Ach, ist das die Mordzeit? Ja. Sie fragen mich tatsächlich, wo ich zur Mordzeit war? Ja, das tue ich. Ja, ich war hier, ich habe geschlafen. Nein, ich habe nicht geschlafen, ich habe im Bett gelegen und gelesen. Ich lese immer bis 1, 2 Uhr. Und wer bezeugt das? Ich. Ich habe Licht in seinem Zimmer gesehen. Mein Zimmer ist gegenüber. Um 1. Sie sagten noch 1. Ja. Um 1 habe ich Licht bei ihm gesehen. Das reicht nicht. Ich habe dann geklopft, bin reingegangen. Ich habe gesagt, kannst du auch nicht schlafen? Sie konnten nicht schlafen? Nein. Warum? Ich konnte es nicht. Ich weiß nicht warum. Spielt ja auch keine Rolle. Sie wollten doch wissen, wo mein Vater war und ich sag's Ihnen. Er lag im Bett und hat gelesen. Darauf kommt es doch nur an, oder? Ja. Kann ich diese Zeugenaussage aufnehmen? Ja, selbstverständlich. Ich habe ja gehört, was er gesagt hat. Danke. Weiter, bitte. Überlegen wir doch mal, Chef. Die Frau Gruber betrügt ihren Mann mit einem Kellner und gestern Abend sagt sie ihm, dass sie ihn endgültig verlassen will. Er hört sich das an und was tut er? Er geht schlafen. Ein Mann, der so jähzornig ist, dass er seine Frau schlägt, bloß weil sie ihm die Autoschlüssel nicht geben will, der geht schlafen? Das glaube ich nicht. Dieser Windeck, auf die Idee zu kommen, ihr Blumen zu schenken, mitten in der Nacht, weil sie geschlagen wurde. Wo sind Harry und Robert? Bei Millinger, die versuchen, den gestrigen Abend zu rekonstruieren. Tisch ziehen. Na, guten Abend, Herr Herr. So, sehr zum Wohl. Sehr schön. Ich habe Ihnen doch schon alles erzählt. 2 Frankenweine. Wir haben um 12 zugemacht. Ein Rosé oder 10 nach 12, Viertel nach 12. Das wird ja immer ein paar Minuten später. 3 Tiroler Rot. 3 Tiroler Rot. Ja. Wie spät wurde es gestern? Juh, Viertel nach 12. Und dann ging er nach hinten? Ja. Sich umziehen? Ja. Was heißt umziehen? Er hat seine Jacke geholt. Holte also seine Jacke und ging. Ja. Er hat also dieses Lokal um 11:45 verlassen. Ja, ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Kann man Ihre Frau danach fragen? Ich mache ihn gleich. Die ist in der Küche, die hat zu tun. Warum wollen Sie sie danach fragen? Die
Uhrzeit ist wichtig. Ich war gar nicht unten gestern. Bis um 11 war sie unten, dann ist sie raufgegangen. Ja, können wir ihre ihre Art Schwiegermutter danach fragen? Hörst du zu? Ja, ich höre zu. Ich höre mir an, was du sagst. Gefällt dir das nicht? Sehen, wie er geschwitzt hat? Heiß ist ihm. Heiß. Kommt. Seine Frau ist nicht in der Küche. Sie ist oben. Sie liegt im Bett. Sie weint, weil man uns den Kellner Windeck umgebracht hat. Sie sagen, weil man uns? Seit einem Jahr liege ich hier in den Ohren. Sie soll ihren Mann sausen lassen und den Windeck heiraten. Was? Jetzt wollen Sie wissen, warum. Was? Ich sag's Ihnen. Vor einem Jahr war das. Es war kurz nach Mitternacht. Windeck hatte noch seine Abrechnung gemacht. Gott sei Dank war er noch da. Es ist meine Frau. Und es ist meine Sache. Windeck. Raus. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Um Gottes Willen. Nicht weinen. Weinen Sie nicht. Frau Millinger, nicht mehr weinen. Es ist ja schon gut. Jetzt tut ihr niemand mehr was. Er sprach mit ihr, wie ich noch nie einen Mann mit einer Frau absprechen hören. Ich erinnere mich nicht mehr an die Worte, aber an das Gefühl, das darin lag. Ich dachte, mein Gott, du träumst, das gibt es, dass ein Mann so viel Gefühl hat, solche Worte findet. Da war jemand, der etwas von Frauen verstand. Von da ab dachte ich nur noch an eine Sache. Sie muss ihn haben. Diesen Jungen muss sie haben. Und ihren Mann muss sie zum Teufel schicken. Hat sie es getan? Dieses Kind tut nichts von allein. Zu erschrocken, zu demütig, zu ängstlich. Ich habe etwas getan. Ich habe keinen Zweifel gelassen. Ich habe zu ihm gesagt, du bist für mich gestorben. Ich werde dafür sorgen, dass sie dich zum Teufel schickt. Was sagte er? Was tat er? Er hat es nicht ernst genommen. Er sagte, das schaffst du nicht. Sie ist meine Frau und sie bleibt es. Ja, und Windeck? Warum hat er Windeck nicht entlassen? Einen so guten Kellner? Ich sollte noch etwas sagen. Ich hatte sie jetzt soweit. Sie macht, was ich will. Und ich habe Millinger gesagt. Ich habe sie jetzt soweit. Sie macht, was ich will. Da hat er Angst bekommen. Und gestern Abend schloss er ab, aber er kam nicht in die Wohnung. Ich habe ihn nicht gehört. Fragen Sie ihn mal, wo er war. Was erzählst du da? Was erzählst du da? Du fasst mich an den Hals? Was halten Sie davon? Millinger,
Millinger könnte es gewesen sein. Herr Millinger hat sich gestern Abend von Windig verabschiedet. Aber er hat keinen Zeugen für die Zeit danach. Eine ganze Stunde lang. Erst um 1:30 hat Frau Göbel gehört, wie Millinger ins Schlafzimmer kam. Und wie erklärt Millinger das? Er sagt, er hat Abrechnung gemacht. Ich habe mir das genau angesehen. Das ist eine Sache von 10 Minuten. Hm. Ach, hast du mal eine Zigarette? Ja. Ja, die letzte. Das macht doch nichts. Danke. Ja, ich hab Feuer. Danke. Herr Chef, reicht das für eine Festnahme? Nein, das reicht nicht. Der Mann ist doch nicht dumm. Der weiß doch, warum ihr fragt. Wo waren Sie gestern Nacht? Wann sind Sie schlafen gegangen? Nein, nein, nein. Fehlt eine Stunde. Bleibt er noch da? Ja. Warum, weiß ich auch nicht. Wo nimmt dieser Mensch nur die Kraft her? So, ich gehe jetzt, Chef. Ja, wieso? Was? Warum hast du den Mantel an? Es ist 11 Uhr nachts, Chef. Ich habe eine hübsche kleine Wohnung. Da kannst du auch morgen hingehen. Wo ist denn Walter? In der Kantine. Er meint, er kriegt vielleicht dann noch 2 Spiegeleier oder so. Na, ruf die Kantine an, er soll raufkommen. Aha. Und Harry, Robert, ja. Ihr fahrt jetzt sofort zu Millinger. Festnehmen, Chef? Nein, ihr wartet dort auf mich und sagt dem Millinger, ich komme. Ich weiß zwar noch nicht genau wann, aber er kann ruhig um 12 Uhr zumachen, aber er soll auf keinen Fall schlafen gehen. Okay. Wo ist denn Walter? Ist schon unterwegs. Er soll nicht draufkommen. Ich komme runter. Ach so, ja. Moment. Hat die Lorenz Telefon? Nein, die hat kein Telefon. Du, dann stell doch bitte fest, Harry, ob der Sohn der Frau Lorenz schon zu Hause ist, ja? Und wo sind Sie, Chef? Ja, ich melde mich schon. Die Rehbein ist ja da. Richtig. Ja, wer ist denn da? Kriminalpolizei. Ja, bitte kommen Sie doch rein. Warum kommen die nochmal wieder? Das weiß ich doch nicht. Geh auf dein Zimmer. Es muss doch einen Grund haben, wenn die nochmal wiederkommen. Warum gehst du denn nicht rauf? Na ja, bitte, dann bleib hier. Sag mal, was guckst du mich ja nicht so an? Guten Abend, Herr Kommissar. Sie wollen mich noch sprechen? Nein, nicht Sie. Ja, meine Frau hat sich hingelegt. Die schläft schon, glaube ich. Ich möchte Ihren Sohn sprechen. Mein Sohn? Was wollen Sie denn von dem? Aber bitte, hier, kommen Sie mal. Und ohne Sie. Warum will er denn meinen Sohn sprechen? Aus welchem Grund? Es geht um Ihr Alibi. Ach, Alibi. Hören Sie, ich protestiere dagegen, dass mein Sohn in diese Sache gefragt wird. Warum? Ja, warum, warum? Der Junge ist doch ein einziges Nervenbündel. Und Sie, Herr Gruber? Maria, Maria, mach doch bitte auf! Sie nehmen sich Harald vor. Man kann doch den Jungen in dieser Sache nicht verhören. Was soll der Junge denn sagen? Wo du warst. Wo du gestern Abend warst. Also, wie viel Uhr war's? Ich könnte verstehen, wenn Sie sagen, Sie erinnern sich nicht. Oder Sie wollen nicht aussagen. Wollen Sie nicht? Nein. Das kann man mit dem Jungen nicht machen. Er ist doch der Sache gar nicht gewachsen. Welche Sache meinen Sie denn? Er sagt, er hat Sie gesehen. Er war noch in Ihrem Zimmer gestern Nacht. Darum geht es. Nur darum. Bitte, Maria, tu doch was. Der Junge ist doch ganz hilflos. Hilflos? Ja, wieso denn? Hören Sie, ich will nicht, dass man den Jungen ins Verhör nimmt. Er war in meinem Schlafzimmer gestern Nacht. Aber er hat gesehen, dass ich nicht da war. Ich war unterwegs. Auf der Straße. Bin rumgelaufen. Also wollte Ihr Sohn Ihnen helfen? Ja, aber ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich denkt er, ich hab's getan. Denkst du das? Das denkst du doch, oder?
Denkst du das, Harald? Das denkst du doch, oder? Bin einfach rumgelaufen. Sie müssen das begreifen, da sagt mir meine Frau, sie packt die Koffer, sie geht. Ich war in einem ungeheuren Erregungszustand. Ich habe versucht, meine Fassung wiederzugewinnen, bin blind durch die Nacht gelaufen. Was hat der Junge mitgekriegt? Er hat ja alles mitgekriegt. Ich weiß nicht, Herr Kommissar, ich weiß nicht. Aber Sie waren unterwegs gestern Nacht. In der Nacht, in der der Kellner umgebracht wurde. Das bestreite ich ja gar nicht, aber ich weiß nicht. Er ruft ihn an. Ja? Für Sie, Herr Kommissar. Danke. Ja, hallo. Der Lorenz ist jetzt zu Hause, ich habe ihn raufgehen sehen. Aber er ist ziemlich betrunken. Aha. Naja. Wo bist du jetzt? Schon wieder bei Millinger. Ja, danke. Wir wollen Schluss machen. So, das schreibst du nicht. Was ist noch mit Ihrem Kommissar? Er bittet Sie noch zu warten. Na ja, guten Abend. Was will er denn noch von mir? So, Herr Gruber, warten Sie hier bitte, bis wir zurückkommen, ja? Fällt dir was auf? Ja, er steht genau an der Stelle, wo Windeck gelegen hat. Woher kennt er die? Komm, Walter. Herr Kommissar? Guten Abend, Frau Lorenz. Ich weiß, es ist sehr spät. Ich hoffe, Sie haben noch nicht geschlafen. Schlafen? Was ist das? Ist Ihr Sohn zu Hause? Ja, der ist zu Hause. Der schläft schon. Ist er betrunken? Oh, das ist er öfter. Er gehört zu den Leuten, die das für ein Vergnügen halten. War er gestern Abend auch betrunken, als er nach Haus kam? Ja, er war auch gestern Abend betrunken. Spielt das eine Rolle? Ja. Wo schläft Ihr Sohn? Ja, hier. Soll ich ihn wecken? Nein, lassen Sie mich das machen. Wo sind Sie eigentlich beschäftigt? Im Elektro-Großhandel. Aha. Und woher? Hotelfach. Hotelfach? Ja, ich hab's versucht. Ich hab da angefangen, Hausdiener. Alter. Sieh dir das mal an. Haben Sie mal das Foto da? Ja. Die Schnürsenkel sind auf die gleiche Weise eingeschlagen. Macht er das immer so? Stellt er die Schuhe immer so hin? Immer die Schnürsenkel nach innen? Was ist denn los? Wann sind Sie gestern Nacht nach Haus gekommen? Meins, das wissen Sie doch schon. Und Sie haben Windeck nicht gesehen? Nein! Windeck, Schuhe, die stehen genauso da, wie du deine immer hinstellst. Hast du das? Hast du ihn umgebracht? Hast du verrückt? Das? Wie kommen Sie denn bloß darauf, weil die Schuhe da so stehen? Machen Sie mal einen Punkt, da gibt's noch mehr Leute, die ihre Schuhe so hinstellen. Wegen der Schnürsenkel? Es ist nach 12. Was soll ich denn noch warten? Wir schlafen gehen. Gestern bist du auch nicht schlafen gegangen. So ein Foto ist doch kein Beweis. Wohin bringen Sie mich eigentlich? Ins Gefängnis? Weil ich abends die Schnürsenkel von meinen Schuhen nach innen schlage? Da kann ich doch nur lachen. Erich, sieh mich an. Was ist? Was willst du? Mir ist doch völlig egal, was mit mir geschieht. Wenn du ihn nur wiederkriegen würdest. Kommen Sie. Hier.
geschieht jetzt? Kommen Sie, steigen Sie ein. Mach auf, Millinger! Ja, bitte nehmen Sie Platz, wenn Sie wollen. Frau Göbel. Herr Kommissar. Wann haben Sie Herrn Millinger gesagt, jetzt habe ich Franziska soweit, sie soll dich zum Teufel schicken. Und jetzt tut sie es. Gestern war das. Gestern. Und was hat er gesagt? Kein Wort. Aber er hätte die Hand nicht mehr heben können. So sehr hätte sie ihm gezittert. Stellen wir uns den gestrigen Abend vor. Es ist so spät wie jetzt. 12:30. Die letzten Gäste sind gegangen. Die Tür ist zugeschlossen. Frau Millinger und Frau Göbel sind bereits in die Wohnung gegangen und nur der Kellner Windeck ist noch da. Und Sie, Herr Millinger. Was ist vorgefallen, Herr Millinger? Nichts. Überhaupt nichts. Frau Göbel sagte gerade, jetzt habe ich die Franziska soweit. Haben Sie nicht mit Windeck darüber gesprochen? Vielleicht Windeck mit Ihnen? Herr Millinger. Ich wollte Ihnen noch was sagen, Chef. Es tut mir zwar leid, aber es geht nicht anders. Ich kündige. Warum willst du kündigen? Das ist eine private Sache. Private Sache? Ich möchte nicht drüber sprechen. Eine Frau? Ja, eine Frau. Kannst du nicht darüber sprechen? Nein. Du willst weg aus München? Ja. Mit dieser Frau? Ja. Ich komme schon morgen nicht mehr her, Chef. Was für eine Frau meinte er denn, Millinger? Sie haben nicht gewusst, dass er Maria Gruber meinte. Nein, das wusste ich nicht. Sie haben gedacht, er spricht von Ihrer Frau. Ja. Windeck ging hinaus und Sie folgten ihm. Sie folgten ihm noch. Mann Gottes, jetzt geben Sie es doch zu! Ich habe doch gesehen, wie Sie ihm nachgegangen sind. Was haben Sie? Ja, Sie hören doch, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wie dieser Mann dem Kellner nachging. Ich stand ja draußen. Das haben Sie bisher aber nicht gesagt. Na, ich sag's ja jetzt, Sie hören's doch. Ich habe alles gesehen, Herr Kommissar. Alles. Ich hatte auf Windeck gewartet. Ich wollte mit ihm sprechen. Sie müssen verstehen, dass ich mich in einer besonderen Situation befand. Ich war aufgeregt, in gewissem Sinne einfach nicht Herr meiner selbst. Ich bitte um Ihr Verständnis, Herr Kommissar. Sie sahen also Windeck herauskommen? Ich wollte hin zu ihm. Aber da sah ich noch jemanden herauskommen. Den Wirt. Und ich sah, dass er dem Kellner nachging. Er ging ihm auf eine merkwürdige Weise nach. Der Kellner merkte es nicht. Und der Mann schien nicht interessiert, es ihn merken zu lassen. Ich wusste einfach nicht, was los war. Hatten Sie nicht das Gefühl einer Bedrohung, die sich gegen Windeck richtete? Ja und nein. Ich ging Ihnen jedenfalls nach. Außerdem war noch jemand auf der Straße. Noch jemand? Ein Betrunkener. Dieser Mann war noch auf der Straße. Und so wie ich hat er alles gesehen. Haben Sie nicht? Nichts habe ich gesehen. Was soll ich denn gesehen haben? Wie Millinger den Windeck umgebracht hat.
Menschenskind Gruber, warum haben Sie denn nicht eingegriffen? Da geschah ein Mord und Sie haben es zugelassen? Und Sie, Lorenz, warum haben Sie nicht eingegriffen? Ich? Sie müssen bedenken, dass ich völlig betrunken war. Sie hätten doch schreien können. Wieso schreien? Etwas völlig Verrücktes. Er zog dem Toten die Schuhe aus. Warum haben Sie das getan? Weiß ich nicht. Ich war ja betrunken. Ich habe doch das gar nicht richtig mitgekriegt. Und das hat ihm nicht mehr wehgetan. Er war tot. Und ich habe ihn nicht umgebracht. Ich nicht! Wenn Sie alles gesehen haben, dann doch wohl auch das, dass ich es nicht war. Nein, der Mörder war Millinger. Und ich werde Ihnen sagen, warum Sie sich nicht gerührt haben. Weil es Ihr Mord war und Ihr Mord, den Millinger für Sie beide vollzog. Ich weiß eigentlich nicht, wer erbärmlicher ist, Sie oder er.